So, zweiter Teil. Ich hatte ja jetzt hier, oder Teil B, ne? Hier, ich hatte ja hier gesagt, immer wenn das, wenn die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht, dann ist es ungünstig. Ich habe mal eine andere Formel. Da ist das P, diese gesuchte Größe. Ich teile das nochmal, wenn das nicht vergisst. Und jetzt mal gleich sofort loslegen. Den Term mal, jetzt klar auf A plus P. Was passiert, das ist raus. Dann steht immer diese, oh, ich schiebe es auch noch rüber. Ist vielleicht so nicht so günstig. Sonst sieht das nicht gut aus. Also, steht hier drüben. Ich multipliziere es gleich mal aus wieder. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Das muss nicht immer hilfreich sein, weiß ich. Hat man eben in dem Fall gesehen. Also, dann habe ich V mal A. V mal A plus V mal P. So, jetzt steht hier drüben noch E mal P. Klein E. Plus P, hatte ich gesagt. Aber nun, P ist auf beiden Seiten. Jetzt hatten wir ja gesehen, irgendwie könnte es helfen, wenn ich sage, ich nehme vielleicht die ganze Geschichte, ja, mal auf eine Seite. Dann habe ich die ganzen P's auf einer Seite, kann vielleicht wieder irgendwas ausklammern. Probier es mal aus. Also ich nehme den ganzen Kram auf links und rechts, minus V und P. Dann sieht das so aus. Mal A, ich könnte auch vorschreiben, aber ich habe es jetzt ganz bewusst nur, ist E plus P minus V mal P. Tja, was könnte man machen? Den hier ausklammern. Ich sehe mal, das nicht hilft. Wenn ich das jetzt mache, das hilft nicht. Probieren wir es mal aus. Hier ausklammern auf der rechten Seite. Steht links war noch V mal A. Und jetzt klammere ich mal das P aus. Dann muss ich korrekterweise sagen, P mal, und jetzt muss ich E durch P teilen. Damit ich das wieder ausmultipliere, wird es wieder E ergeben. Plus P ausgeklammert auf P selbst 1 minus V. Na, was habe ich jetzt gefunden? Habe ich P hier und P hier. Und das ist ausklammert ist hier nicht so gut. Also, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Jetzt müssen wir sagen, das nehmen wir mal weg. Das war Blödsinn. Man kann es sonst durchstreichen. Hier muss ich was anderes machen. Also wenn das nicht hilft, dann muss ich irgendwie was anderes tun. Irgendwas Schlaues tun. Und zwar muss ich sagen, am besten, ich nehme das E weg. Ist einfach weg mit dem E. Sehen wir, wie das aussieht. Minus E. Dann steht hier V mal A minus E. Das ist nichts Besonderes. Ab bin meine Sorge los. Und jetzt steht bloß noch P minus V mal P. Ah, vielleicht kann ich jetzt ausklammern. Wenn ich jetzt mache, so dann hier rüber V am minus E. Gleich und jetzt P ausklammern. P wollen wir ja haben. P mal und jetzt 1, P mal ist ja P, minus V. Ha. Wenn ich jetzt durch diesen Klammerausdruck dividiere, durch 1 minus V, dann kann ich freuen, dann habe ich drüben stehen V mal A minus E geteilt durch 1 minus V ist gleich P. So, das war eigentlich die Sache. In Kurzform, pardon, ich bin ein bisschen erkältet, aber das hat mir einen Spaß gemacht. Das gab mir irgendwie eine Herausforderung. Die nächste Aufgabe, die fand ich sehr spannend. Die sieht auch spannend aus. Ich schließe dieses Video hier ab, Teil B, und nehme mal neu auf.